Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir sind heute am Start mit der Erweiterungspass und wir sind in der Schneelande der Krone unterwegs. Ja, da machen wir auf jeden Fall weiter. Wir werden versuchen, ich muss eigentlich noch ein Gebäude betreten. Ist das hier? Willst du das? Ach ja, die alte Statue, die habe ich schon gesehen. Ich weiß auch circa, was für ein Pokémon das ist. Aber eigentlich war das der Plan. Muss ich mit dir jetzt quatschen hier? Und hast du die Statue von unserem König der reichen Erde angesehen? Warte mal, versuchen wir das mal gerade kurz eben noch zu machen. Weil das sollte man eigentlich die ganze Zeit schon gemacht haben. Das ist eine Statue von dem Pokémon. Es kommt dir vor, es würde dir etwas fehlen. Ja, die habe ich mir angeguckt, und? So, muss ich jetzt dann zu dem Typen nochmal hoch, oder was? Ich weiß jetzt nicht, was der von mir will. Oh, du hast die Statue angeguckt. Ja, ich würde es halt... Habe ich ja, aber muss mir jetzt gerade so... Ich verstehe gerade nicht. Genau, hier war die Hütte mit dem Tunnel. Aber ich verstehe gerade nicht. So machen wir. Okay, egal. Wir machen heute weiter. Jedenfalls mit dem nächsten Teil. Und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was wir heute schaffen. Eigentlich ist unser Ziel dieser Dreiwegpass hier oben. Ja, eigentlich müssen wir da ja hin. Ich weiß noch nicht, was. Was der von mir will jetzt die ganze Zeit. Mach dich schlau bei den Typen. Ja, das bin ich doch gerade dabei, mein Gott. Hä? Was ist jetzt hier? Warst du das jetzt lieber nur gerade oder war das jetzt wieder Arktos? Weil den Ruf, der ja gerade kam, den ich jetzt gerade gehört habe oder den ich auch mitgehört habe, der kam. Kraftwurzel. Weil der kam von, der könnte auch von Arktos gewesen sein. Ja, die Statue, die habe ich mir aber schon angeguckt. Die Statue, das ist ja diese Statue hier, ne? Und das ist jetzt gerade. Jetzt muss ich tatsächlich auch wieder nachgucken. Moment. Wie ist das Ding? König der reichen Ernte. König der reichen Ernte. So. Ach so, okay, warte mal. Da muss... Jetzt verstehe ich gerade, was der von mir will. Okay, sorry, dass ich das jetzt irgendwie teilweise nachgucke. Hier muss... Warte mal. Hier. Das Ding, was hier auf dem Tisch liegt, müsst ihr euch nehmen. Ah, Expeditionsleiter, was sagst du zu einem Kissen? Was, Kissen? Naja... Spitz bei die Lauscher, denn jetzt gibt es eine fette Portion Lebenserfahrung. Alles, worauf du dein Haupt betten kannst, ist dein Kissen. Leider habe ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen. Also muss ich mit offener Ersatz suchen. Und tada, deine Herberge habe ich auf die, dann diese Entdeckung gemacht. Kann ich das haben? Was? Du willst nicht so mein echt nice Kissen belassen? Ich schlag dir ungern eine Bitte ab, aber das ist ein bisschen viel verlangt. Was sagst du da? Denkst du, es hat mit einem legendären Pokémon zu tun? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Sag doch einfach nur hier in der Gegend rum. Na, so gut, wenn du aber sicher bist, werde ich natürlich kooperieren. Da denken wir schon. Jetzt musst du der Legende aber auch wirklich auf den Grund gehen, hörst du?
Okay, dann machen wir heute tatsächlich doch noch was anderes. Aber das ist genau die richtige Antwort. So, du jetzt auch eine Holzkrone. Und dann geht ihr, hoffen, also wenn es klappt, ich hoffe, dass es klappt. Wo ist denn die Schalter hier? Da. Das ist eine Schalter von Pokémon. Das, von einem Pokémon, das kommt dir vor, als würde dir etwas fehlen. Sieht aus, als könntest du die Schalter die Holzkrone aussetzen. Möchtest du es versuchen? Natürlich. Oh, ne. Haha, da ist es doch. Die Holzkrone passt der Pokémon-Schalter wie angegossen. Cool. Was? Okay. Was war das jetzt gerade? Oh, wie cool. Das ist das Cover-Pokémon von dem DLC. Offenbar möchtest du, dass du ihm folgst. Dann machen wir das doch, liebe Leute. Dann versuchen wir das heute. Bevor ich das jetzt versuche, irgendwie zu fangen oder so, möchte ich das kurz eben natürlich versuchen. Vielleicht fange ich, krieg es ja gefangen sogar. Koro, Koro. Das Rätselwurf der Pokémon scheidet sich mit der Messen zu wollen. Möchtest du dich kampfbereit machen? Ja. Cool. Das, wie gesagt, wir kriegen jetzt schon die Chance, das Kappa-Pokémon zu fangen. Die Frage, was ist das für ein Pokémon? Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht mal eine Ahnung, was das für ein Typ-Pokémon ist. Also ich würde mal jetzt spontan sagen, irgendwas mit Pflanze Eis oder irgendwie sowas. Ein Koronospa. Okay, so heißt es. Okay. Ich gehe jetzt erstmal auf Kopfnuss. Ah, das ist schon mal ein bisschen was. Psychokinese. Okay. Psycho auf jeden Fall irgendwo mit dabei. Ich weiß halt nicht, was es ist, ne? Das ist es halt. Ich gehe jetzt weiter mit Kopfnuss. Warum auch immer der mit seinem Fuß kickt. Das scheint immer so Psycho zu sein. Nochmal. Aha, perfekt. Das hat zurückgeschreckt. Sehr gut. Das ist eigentlich das, was ich haben wollte. So, dann gehen wir mal drauf. Der Gegner gibt ja keine... Da muss ich das wirklich auch noch besiegen. Oh Gott. Das ist ein Kriegersorge halt. Ich kann keinen Ball fangen. Werfen. Würdest du mir ja direkt fangen. Den Volltreffer. Ich weiß nicht, was ich machen muss. So. Ratsche Level 63. Aber ja, die Frage ist, was ist das mit. Muss ich das Pokémon jetzt besiegen? Oder kann ich es tatsächlich dann später? Hä, wer bist du? Coronas Partner, go! Sag mir tatsächlich. Hey, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Krach, Mann? Boah, du warst das Expeditionsleiter. Hast du ein Pokémon-Kämpfer ausgetragen? Was ist das denn für eine Riesenbirne? Ja, toll. Danke. Was? Ein robuster Körper, wie ich es mir verhofft hatte. Bitte, verzeiht mir, dass ich ihn für eine Weile ausleihen muss. Was? Hab ich das Pokémon? Oh, du hast die Situation bereits verstanden. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Mein Name lautet Koronospa. Ihr Menschen nennt mich auch den König der reichen Ernte. Bitte erlaube mir, dir meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich bin dir äußerst verbunden dafür, dass du meine Statue in ihren rechtmäßigen Zustand zurückversetzt hast. Vor langer, langer Zeit herrschte ich als König über dieses Land. Ich ließ Pflanzen gedeihen und sorgte dafür, dass Felder Früchte trugen. Dafür verehrten mich die Menschen. Doch mit jedem Jahr, das das Land zog, geriet ich offenbar mehr und mehr in Vergessenheit. Als brachten sie mir jedes Jahr Opfergaben dar, doch auch dieser Brauch ist nun Geschichte. Dabei war ich die Ehrbietung der Menschen stets die Quelle meiner Kraft. Meine einzigen Kräfte beraubt, wurde ich übendrein von einem treuen Ross verlassen.
Aber dann kamst du und hast meine Statue wieder hergestellt. Dank dir sind meine Kräfte in dem Maße wiedergekehrt, dass ich mittels eines menschlichen Körpers kommunizieren kann. Du barmherziger Mensch, ich habe eine Bitte an dich. Ich muss herausfinden, ob die Menschen mich wirklich vergessen haben. Bitte erkundige ich bei den Dorfbewohnern danach, ob sie sich noch an mich erinnern. Ich habe schon selbst versucht, aber leider ohne Erfolg. Man hielt mich entweder für einen Hochstapler oder nahm panisch von mir Reis aus. Bitte helf mir, Menschenkind. So, wir gehen zu Dienst 1. Der König der reichen Ernte. Nachdem mich der Statue des Königs der reichen Ernte die Krone aufgesetzt hat, tauchte Koronasper auf. Dies übernahm die Kontrolle über Pionis Körper, um in der Sprache der Menschen sprechen zu können. Sollte ich mich bei den Dorfbewohnern über den König der reichen Ernte schlau machen. Gut, das machen wir dann jetzt auf jeden Fall als nächstes. Eigentlich war das ein bisschen anders geplant heute alles. Aber scheinbar kam dann irgendwas dazwischen, was ich eigentlich noch gerne machen wollen. Dann machen wir das auch direkt. Nein, warte mal. Deine Karottensamen möchte ich jetzt gerade nicht. Ich möchte eigentlich tatsächlich was anderes machen. Aber ich gucke mal, ob die beiden noch sprechen. Was? Der König der reichen Ernte? Früher habe ich mir geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Weil er immer erzählt, dass er einen holen kommt und draußen auf den Feldern Schabernack treibt. Das Königs-Pokémon. Meine Großmutter hat mir früher Geschichten davon erzählt. Es waren alles so alte Märchen. Ah, okay. Okay, das ist die Quatsch bei derselbe, wenn ich euch nicht einladen. Quatsche, was ist mit dir? Der König der reichen Ernte? Also wenn es den wirklich gibt, soll der mal was wegen des unfruchtbaren Bodens unternehmen. Mit dir? Oh, tut mir leid. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin schwer damit beschäftigt, Löcher in die Luft zu starren. Aha, okay. Ist noch ein Item, was ich eigentlich eben noch übersehen hatte. Tatsächlich. Oh, da hinten ist noch ein Item. Hier ist ein Nugget und da hinten muss noch irgendwo was sein. Das würde ich mir auch gerne mitnehmen. Lieber Logan, mal bitte gerade kurz weg. Dankeschön. Weil ich muss mal kurz eben hinter das Haus, weil da oben ist irgendwo noch ein Item. Da ist das eine weitere TP, und zwar die TP 17 Amnesie. So, und hier ist noch ein Item. Zusätzlich Fehlschlagschutz. Steckt eine Attacke als Anwender des Magens Genauigkeit Fehlschlag, dem ging zu dessen Initiative stark an. Okay. Gut, das hätte man mit Sibona an Eises Kälte machen können. So, haben wir jetzt irgendwie noch irgendwas gerade. Du möchtest irgendwie das. Wieso, da habe ich jetzt alle. Hör mal, hier oben ist ja noch einer. Den muss ich auch noch bequatschen kurz. Ob ich mich an den König der reichen Ernte erinnere? Aber natürlich. Er schießt sich das Aushängeschild von Freestyle. Ach, wenn es doch nur wirklich mit seiner Anwesenheit beehren würde. Da könnten wir uns vor Touristen bestimmt gar nicht mehr retten. Du hast dich bei den Bewohnern von Freestyle bei den König der reichen Ernte erkundet. Höchste Zeit, Koro, das bei Bericht zu erstatten. Tja, jetzt nur mal gucken müssen. So, warte mal, kurz gucken, wenn der jetzt steht. Wo ich jetzt hin muss. Da ist die Statue, das heißt, da ist ein Koronasper. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an. Ihr kennt ja den ersten Pokémon-Film? Mewtwo kommt zurück, kehrt zurück oder steckt zurück. Da hat Mewtwo tatsächlich von Schwester Joy das Gedächtnis oder wie auch immer übernommen, um. Mit den Leuten sprechen zu können und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Nur so nebenbei. So, quatschen wir mit Koronasper. Sei gegrüßt, Menschenkind. Du hast also mit den Dorfbewohnern über mich gesprochen, ja? Wohlan, erstatte mir Bericht. Haben dir die Menschen etwas über mich erzählt? Jetzt bin ich wieder eine Märchenfigur. Ich hatte das nicht anders erwartet. Sie glauben nicht einmal mehr, dass es mich überhaupt gibt. Verblichen ist die Erinnerung an das Band, das einst zwischen uns existierte. Oh, aber denke nicht, dass ich meinen Erinnerungen nachtraue. Schließlich bin ich niemand Geringes als der König der reichen Ernte. Ich wäre ein Narr, würde ich meine Hoffnung auf den Wankelmut der Menschen setzen. Ich bin nicht auf ihren Glauben angewiesen, um meine Macht zurückzugewinnen. Wenn mein treues Rost erst wieder an meiner Seite weilt, wohl sollte ich imstande sein, zumindest einen Teil meiner alten Stärke wieder zu erlangen. Was? Treues Rost? Ja, ein stolzes Pokémon auf vier flinken Beinen, das mich auf seinem Rücken trug. Die Statue im Dorf zeigte mich rittlings auf ihm. Vor langer Zeit galoppierten wir gemeinsam über die Berge und die Felder des Landes. Doch als meine Stärke erschwand, trennen sich unsere Wege.
Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Doch selbst wenn wir mein treues Haus aufspüren, fürchte ich, dass es mich nicht mich in diesem geschwächten Zustand nicht als mein Reiter anerkennen wird. Nun denn, wie immer sei, es ist gut möglich, dass man im Dorf das ein oder andere über mich, mein treues Haus, zu richten weiß. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich beim Bürgermeister diesbezüglich erkundigen könntest. Sollte dir etwas zu Ohren kommen, was mir weiterhelfen könnte, so lass es mich bitte wissen. Oh. Nanu, was ist mit deiner überdimensionalen Birne passiert? Sieht ja ganz normal aus. Oh, tut mir echt leid, ich muss im Stehen eingeschlafen sein. Aber irgendwie fühlt sich mein ganzer Körper so seltsam an. Ich gehe in unsere Expeditionsbasis zurück und ruhe mich aus. Hier ist mir viel zu viel zu kalt. So, dann gehen wir nochmal kurz zum Bürgermeister, weil scheinbar ist da nicht so ganz was Unwichtiges. Wir sollen uns ja bei dem Ross, bei dem Team erkundigen. Was? Der Bürgermeister ist gerade nicht da. Er wollte sich die Felder beim Bett des Giganten ansehen. Weil es dringend ist, sollst du am besten dort nach ihm suchen. Die Felder beim Bett des Giganten liegen südöstlich von Freestale. Überquere das Frostfeld und halte dich dann immer links. Ach so, okay. Ich jetzt auch hin, oder was? Okay. Gut, dann gucken wir mal. Im Bett des Giganten nach dem Bürgermeister suchen. Da bin ich ja letztens gelandet. Dann gehen wir kurz rüber zur Schneeschlucht. Und dann müssen wir ja nur zum Bett des Giganten. Irgendwie soll ja der Bürgermeister jetzt stehen. Sprich, da wo wir eben schon das, oder gestern, vor euch vorgestern, Entschuldigung, das Regirock, gestern, vorgestern, wie auch immer, je nachdem, wann die gestrige Folge rauskommt. Ja, wie gesagt, je nachdem, wann die rauskommt, gestern oder vorgestern, wie auch immer. Aber ich vermute, weiß noch nicht. Oh, ein Latenecto! Nee, das ist ein Skelabra. Eines meiner liebsten Geist-Pokémon, tatsächlich. Ich habe es immer sehr, sehr gerne gespielt, wenn ich sage, weil ich ehrlich bin. Barrikadax, das kennen wir ja auch schon. Oh, doch. Genau, dann gehen wir hier durch. Ich glaube, hier war nämlich der Friedhof. Jetzt richtig. Hier ist nämlich der. Hier ist nämlich die Höhle. Dann mache ich mal das Item hier oben kurz mit. Eine Offensivfeste. Aber wir wollen ja dem. Wir wollen ja dem Dings fangen und versuchen zu helfen. Dem guten Kronos war. Aus dem König der Reichen. Aber das muss ich tatsächlich. Manchmal muss man echt mal Dinge nachgucken. Und das habe ich halt machen müssen jetzt zweimal. Weil ich halt auch nicht wusste, wie es weitergeht. Ich habe das Ding nie auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen dachte ich mir. Warte mal. Ich guck mal gerade wegen der Karte. Das muss ja hier irgendwo sein, oder nicht? Frage ist, haben wir eine Hastigminze? Und ein weiteres Sonderbonbon. Warte mal, da war noch ein Item. Noch ein Vulkönchen Wundersarg. Wo soll der Bürgermeister stehen? Der muss ja hier laut der Info. Irgendwo stehen. Oh, es sind so viele coole Pokémon. Wo Peko. Und Pico hatte ich ja in meinem Team sogar, aber. Uafnir. Ich liebe diesen Ruf von diesem Uafnir, ne?
Algoras. Galanuszweig. Die Galanuszweige müsst ihr uns einsammeln. Findet ihr auch beim ersten Teil im DLC. Damit könnt ihr euch dann quasi das Phlegmon weiterentwickeln. Später zu Lamus oder ich glaube auch zu Lashoking. Und jetzt noch ein Elektro. Was steht der Bürgermeister? Das ist halt das Problem. Der soll hier irgendwo in der Gegend stehen. So. Ja, coole Pokémon, definitiv, muss ich sagen. Oh, Gyarados! Okay, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen es mal wieder zurück machen. Ach, guck mal da, Arktos. Aber wenn ich dieses... Da kommt noch so ein scheiß Viech da noch rein. Geradak, ja, komm. Ich will zwar Arktos fragen, aber Geradak taucht auch noch. Taucht auch noch von mir auf. Dich brauche ich natürlich jetzt mal gar nicht. So, die Frage ist, was machst du gekillt? Wo bist du, Arktos? Bist du jetzt, weitergezogen, oder was? Ja. Ach, super. Nimm die 50 Watt hier mal mit. Und hier ist das Item, aber... Ah! Ist denn der Hansel? Sternstab. Ich will das. Ich will ja den Bürgermeister haben, damit ich weitermachen kann beim DLC. Sorry. Eine Sanftglocke. Achso, das sind die ganzen. Das ist ein Geist-Pokémon. Ja gut, das ist ein alter Friedhof, ne? Am besten noch weit, noch mal näher auf. Digga. Ja, müssen wir so sicher erst in der nächsten Folge machen. Weil jetzt eigentlich ein bisschen was dazwischen sich fragen würde. Ich muss mal gucken, wo steht der denn genau? Also das muss ja hier irgendwo weit auch sein, ne? So, ich werde das Giganten nach dem Bürgermeister. Da steht er. Okay, gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir sehen uns dann wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei Let's Play Pokémon Schild bei dem DLC. Bis dahin und wiedersehen. Wir sehen uns dann wieder.